Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Wir sind jetzt dabei abzuspringen, hier ins Wasser rein und schauen, wo uns die Reise hinführt. Im letzten Part ist ja dieses Wesen zum Leben erwacht, hat diese komplette Stadt zerstört und Zelda ist runtergefallen in den Abgrund. Wir sind wieder erwacht worden, haben diesen komischen Arm da dran bekommen. Und sind jetzt nun auf dem Weg. Wohin eigentlich? Finden wir es heraus. Oh, und jetzt wieder so ein epischer Moment kommt wie damals bei Breath of the Wild. Wir gehen raus und sehen ganz Hyrule, sehen wir es, ne? Oh, das ist ja hier ein 10-Meter-Brett. Ah, mit X kann man schneller. Sehr interessant. Oh, hier ab. Oh, das ist, oh mein Gott, 100 Meter. Aber okay. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Das ist sehr schön. Wir können ja ganz schnell filmen, wenn wir wollen. Ah, in Real Life wolltest du was an den fetten Schaden für bekommen. Da ist eine Truhe. Schauen wir mal, was da drin ist. Altes Beinkleid. Das ist super. Das nehmen wir. Okay, mit Plus. Können wir eine Tasse öffnen und können uns gleich damit ausrüsten. So, zum wenigsten nehmen wir ganz knackert. Sehr schön. Ah, und hier kann man alles erkunden. Man kann ja wirklich überall hin. Ist das wild. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier raufklettern. Wüsste halt nicht wieso, aber ich könnte es halt. Und da geht's raus. Oh mein Gott, das kommt der epische Moment. Auf den wir alle gewartet haben. The epical moment. Oh mein Gott. Ja gut, so episch ist das gar nicht, weil hier halt alles zerstört ist, aber... Oh, sieht toll aus. Jetzt bringen wir wieder ab, das wird ja nichts. Oh mein Gott, als ob wir da im Wasser landen. Ah, ist das schön. Ah, der Soundtrack. Und damit zum zweiten Part. Officer, willkommen erneut. So, let's play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich sag immer nur Tears of Kingdom. Egal. Schön, dass ihr da seid. Und dabei seid bei den wohl weltweit höchsten Wasserklatzer, die wir ever haben. Und sogar mit noch mehr Beschleunigung. Ui, das gibt einiges an Wasser. Jetzt sind wir aus dem Himmel rausgefallen. Krass. Interessant, von wo oben wieder eins herkam. Eine Plattform, da ganz, ganz oben. So, wo sind wir hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. So, wenn mir die Puste ausgeht, verreck ist, glaube ich, ist immer eine Sache, die wir immer nicht ausprobieren. Okay, wir sind jetzt von der vergessenen Himmelsinsel. Ja, das Problem ist bei einer Open World, dass man es halt erst gerne mal verläuft. Ich bin mal gespannt, wann bei mir das erste Mal passieren wird, ne? Was haben wir denn hier? Ein Apfel. Oh, und das, was da links ist, sieht nicht sehr gut aus. Scheiße, ich hab kein Schwert mehr. Das Ding ist immer noch da. Sollten wir es neulich sein, dass wir uns daraus irgendwie verpissen? Was haben wir denn hier? Okay, mit dem Stock können wir jetzt nicht viel anrüsten. Ey, ist mir aufhören, mich zu hauen? Oh, das Ding ist schnell, leck mich am Arsch. Ist immer noch in der Nähe? Ach, sie fix, geht doch weg. Oh, da kann ich Steine werfen auf Mist. Ne. Ich glaube, hier verreck ist, oder? Ich wollte hier so voll rüber springen, aber das klappt nicht. Das Ding hat mich eh aus den Augen verloren. Besser ist es. So. Ist irgendwo da hinten, ne?
Die Frage, for real, wo sind wir? Oh nö. Ach, Digga, das verbessert immer noch weiter. Ha, du Opfer, auf Wasser kannst du nicht, hä? Dann sind wir ab auf die andere Seite und klettern hier hoch. Shit, ich habe nicht genug Power dafür. Shit. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Das war dumm. Wie gesagt, das heißt, Teil ist weg. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wo sind wir hier? Was machen wir? Ich glaube, wir haben jetzt noch nicht wirklich viel zu tun, ne? Ich würde einfach mal hochklettern. Dann schauen wir doch mal, was da oben ist. Sagst du, es geht jetzt los mit diesem Plan, auf so random durch die Gegend rumlaufen, mit dem Display und beim Scheitern. Gott, ist das schön. So, das Ding ist, ich weiß halt nicht, wenn ich hier runter, ob es dann auf Wasser fall, so. Ich will es hoffen, natürlich, aber man weiß es halt nicht. Ich glaube, wir müssen noch erst ein bisschen hier bleiben. Das ist so schön. Dass ich irgendwo Wasser sehen wird. Oder da unten ist ja mal Wasser. Hm, Tatsache, hier unter uns ist Wasser. Irgendwo würde ich einfach ganz spontan auch mal da reinspringen, aber das Ding ist, wenn ich halt nicht im Wasser lande, wäre man Arsch. Wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal. Mut ist jetzt einfach richtig, richtig dumm. Okay. Ist es auch, und das war auch gar nicht so geplant, weil wieder die Hälfte vom Herz verloren. Oh shit, ich hab über ein Herz verloren. Das ist nicht gut. Ich sollte mich ja die offiziellen Spielregeln halten, das ist so. So, ist nämlich jetzt mein letzter Depp an hier in Let's Play, dammit. Ich glaube, das ist aber doch hier irgendwo da nach hinten hin muss. Oh nee. Dieser scheiß Teil wieder da. Ich will deswegen die jetzt in Game Over haben. Nicht im zweiten Part. Nein! Oh! Der leckt mich doch mal aus. Ah, das ist gerade knapp. So. Also, wie machst du auch nochmal hier? So, das wurde ich gerade angerufen, deswegen die kleinen Unterpressungen. So, das hat die erste Frage. Was muss man jetzt überhaupt machen? Mir zum Anfang überfordert. So, vielleicht hätten wir gar nicht hier hinzwimmen müssen. So, ich habe immer noch nicht mehr viel Leben. Das ist eine Sache, die mich freilich beunruhigen sollte. Weil das der Typ mir so komplett auf den Nacken ist. Deswegen sind wir jetzt erstmal so ein bisschen weiter weggelegenen. So. Hier bin ich mal fürs Erste sicher. So, jetzt orientiere ich mich erstmal. Ich würde einfach mal so vom Gefühl her sagen, dass wir da nach hinten sollten. Jetzt machen wir es jetzt einfach mal über ein paar von denen. Lieber eine mehr als eine zu wenig. Einen Seerosen, so als See ist halt nichts.
Seerose, ich sehe nichts, sehr schön. So, dann sollten mal, wenn wir von Seerose schwimmen, sollten wir da hochkommen, jawohl. Das klingt doch nach einem Plan. Und hier sieht es doch schon sehr danach aus, dass sie sogar wollen, dass man hier hochgeht. Zumindest ist hier mal so ein Plateau dafür. Oh, krass, also da können sie wieder sogar nicht hochgehen, ey. So. Die Frage, wo sind wir hier gelandet? Ah. Ein gewöhnlicher Pilz, der in der Nähe von Bäumen wächst. Okay. Hoffen wir mal, dass es kein Giftpilz ist, ne? Ey, ist das schön hier alles. So. Aha. Natürlich die gute Frage generell, wie man bei so Sachen irgendwie runterkommt. Aber frage ich ja auch erstmal, ob wir überhaupt runter müssen, so schnell. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Will auch vor allem das einfach mal ein bisschen in dem Part erst muss einfach alles erkundigen, bevor es jetzt großartig hier, ja. Also richtig guter Story anfangen, einfach mal das Game und alles auf mich wirken lassen, so. Ich finde, das hat das Game einfach irgendwie verdient, dass man jetzt einfach alle möglichen Bereiche davon mal anschaut und alles. Okay, und da kommen wir dann wieder zu dem Platz, wo dieses komische Fies unterwegs ist, aber ich glaube, viel mehr gibt es hier auch fürs Erste. Das sollte ich nicht so sehen. Dann müssen wir aber doch wieder hin. Um langfristig, beziehungsweise im nächsten Part so richtig dann mit der Story da weiter zu machen. So, alles, was man einsammeln kann, Sterne und Co. Sollten wir Freilicht auch einsammeln. Ja, doch, doch. Wir schauen da mal nach unten. Das war jetzt mal eine spontane Entscheidung. Vielleicht sollten wir nicht über den Weg nach unten gehen, sondern über einen funktionierenden Weg, der nicht ganz so gefährlich ist. Das wäre eventuell das alles eine Idee. Und nochmal Pilze. Sehr schön. Ah, stopp, was haben wir denn hier? Noch eine eine Route, okay, okay, okay. Ah, okay, also hiermit kann man schnell war. Sehr schön. Was für eine tolle Waffe. So, stopp, ich will nicht auf diesen Baum klettern. Aber Fazit ist, das kann man, denke ich, mal festhalten. Ich finde, es sieht hier das Game sieht wahnsinnig schön aus. So, irgendwas sagt mir langfristig, dass man irgendwie irgendwas hier. Dass hier irgendwas gemacht werden muss. Aber naja, da haben wir noch Zeit. Da dreiste wir das im nächsten Part rausfinden. Denn in dem Part, wie gesagt, wollten wir das nochmal alles anschauen. Oh mein Gott. Sieht das hier wild aus. Spannend wird es mal, wie es mit meinem Leben hier weitergeht. Und das, liebe Leute, sind wir im nächsten Paar von der letzten auf Zelda Tears of the Kingdom. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.